Jetzt zeigen, wie ich das mache, wie ich jetzt diese Knochen hier durchtrenne, damit ich das Kotelett kriege und den Bauch. Und diese einzelnen Teile, die beiden, die löse ich dann nachher aus. Jetzt schneide ich einfach nur hier erstmal das Filet ab und dann fange ich an, hier vorne dieses Stückchen abzusägen, dass Knochen an dem Kotelett noch dran sind und an dem Bauch. Okay, dazu nehme ich wieder mein Ausbeinmesser. Fange hier an den Knochen lang zu schneiden, drücke das immer weg hier mit der Hand und meistens kann man das hier auch schon leicht abtrennen, indem ich das einfach so leicht ziehe und noch ein bisschen hinterher schneide. So, dann habe ich schon wieder, das schneide ich nachher auch noch so ein bisschen zurecht und da habe ich ein wunderschönes Filet, das schmeiße ich auch erstmal hier hin. So. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie viel soll an dem Knochen dranbleiben, also an dem Kotelett dranbleiben, wie viele Knochen. Das möchte ich natürlich nicht ganz so viel. Das heißt, ich schneide es hier mehr so in der Mitte ab, so in dieser Kuhle mehr so, dass so teils, das heißt hier, so, dass man das noch sieht, dass es auch gekotelett ist und dass ich eben den Bauch habe. Ich möchte natürlich nicht so viel Bauch hier an dem Kotelett dran lassen. Das ist klar, da muss ich natürlich darauf achten. Es ist wichtig, dass ich das hier sehe. Hier vorne fängt ja das Kotelett an. Und das geht dann eben hier so weit rüber. Das heißt, ich darf das Kotelett nicht kaputt schneiden und ich möchte auch nicht den Bauch kaputt schneiden. Das heißt, es ist meistens so, in diesem Art und Weise säge ich das jetzt ab. Fange vorne an. Nicht zu doll drücken. Ich versuche das hier immer ein bisschen wegzuziehen. Knochen müssen wir auch noch durch. Jawohl, und dann glaube ich, war es das. So, und den Rest schneide ich jetzt mit. Jetzt ist es natürlich ein Problem, was will ich mit dem Kotelett machen? Ich persönlich nehme mir gleichzeitig, dass ich sage, ich mache einen Teil, mache ich einen Braten, einen Teil mache ich Lachs draus und einen Teil für Koteletts. Das heißt, ich lasse erstmal hier diesen Speck, lasse ich erstmal dran. Ich schneide das jetzt erstmal einfach geradeaus runter. Hier. Ich schneide das jetzt einfach ab. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen ins Kotelett reingeschnitten. Gar nicht gut, aber okay. Kann passieren. Vorführeffekt. Das sollte noch nicht sein. Das lege ich dann auch erstmal hier rüber. So. Und hier habe ich den Bauch. Dieses Stück, man sieht das, das gehört eigentlich mit einem Kotelett dran. Aber wie gesagt, das kommt dann gleich hier mit in die Schale rein. Das ist nämlich für die Wurst. Das verkommt nichts. Da lege ich das Messer kurz weg. Mache hier kurz, das sind Flohmen. Die mache ich ab. Die brauche ich dann nicht. Die lege ich erstmal hinten ein bisschen hin. Ja, und jetzt, das mache ich auch später, das mit dem Auslösen, was ich daraus mache, und fange jetzt an, den Schinken auszulösen.